Ach, Daniel. Boah, komm mal klar. Ich krieg kaum die Tür zu fassen. Der Ärmste hat einen Nervenzusammenbruch. Ja. Irgendwas zusammenfügen, dass der Zustand wieder normaler wird, kann ich auch nicht. Oh, schon wieder so dunkel. Dunkel. Ich mag dunkle Räume nicht. Oh, eine Ratte. Doki. Bah, ich bin zusammengebrochen. Tinnitus. Oh, ich hasse dieses Pfeifen. Daniel, was machst du nur? Zum kam da jetzt Komm kein Monster oder schon. so. Alles ist gut, wir sind bei dir. Geht doch. Bin wieder da. Ich höre hier eine Säge. Das ist wohl der Okay. nächste Folterraum. Jetzt kommen die Holzfäller. Ach, du Schande. So, Tür zu. So, was haben wir hier Schönes? Ja, yummy. Ach, schon wieder so ein Ding. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Ah, seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Uah, Igitt. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Oh, ist das eklig, Mann. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Ist ja auch gar nicht eiskalt und so, ich meine. Da ist die Säge. Ja. Säge. Na, da, 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 da. Ich stell das mal nach. Ah, da ist noch ein Teil einer Kugel. Lass damit Pascal besuchen gehen. Oh Gott. Nein, wir sind lieb zu Pascal. Wir haben Pascal doch alle lieb. Genau, Weil wie mache ich jetzt die Fackel an? So. Pascal ist toll. Ja, ich mag Pascal. Ich auch. Dann hätten wir hier den anderen Teil der Kugel gefunden. Wir haben schon Hey. zwei. Ja. Lauf, Daniel, lauf. Lauf schneller. Renn um dein Leben, Bitch. Nein. So. Aber mein geistiger Zustand scheint, glaube ich. Nee, doch nicht. Hoffnung dahin. So. Er ist ein seelisches Wrack, der Ärmste. Ah, wer Das hätte es müssen wir gedacht, es ist ändern. dunkel hier. Huch, Flashback. Boah. Lass mich gehen, du Monster! Nö. Das Gestell ist fertig. Gut. Du bist ein Mann. Wie kannst du daran teilnehmen? Geht es ihm gut? Er ist einer der Schlimmsten. Schenke seinen Lügen keinen Glauben. Ich bin kein schlechter Mensch. Es war ein Unfall. Er hat einen Mann angezündet. Oha. Es war nicht meine Schuld. Warum glaubt mir niemand? Das ist schrecklich. Selbstverständlich. Wir beschäftigen uns hier mit Monstern. Also, die haben versucht, die Lebensessenz nur aus Leuten rauszuholen, die schlimme Dinge getan haben. Immerhin eine kleine soziale Arbeit möchte ich hier Ja. hinzu. Ich habe den Mann nicht angezündet, der ist von selbst in den Benzinkanister gelaufen. Genau. Oh. Es war ein Unfall. Das Feuerzeug ist mir so aus Zufall aus der Hand gefallen. Ich war es Genau. nicht. So, nächster Folterraum. Oh, ich weiß schon, was hier abging, glaube ich. Yeah. Nein, bitte, ich tue alles, was immer du willst. Zinderbuchse. Ich bin unschuldig. Ach ja. So, jetzt kommt Der wieder so wurde ein wohl mit dem Getick. Popo darauf gesetzt, denke ich. Ja, das ist, ja. Ach, man kann das ja anfassen. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Das war dann wohl Daniel. Nein. Daniel hat einen Menschen angezündet, der sollte sich was schämen. Böse, böse, böse. Aber das muss wehtun. Bah. Boah. Was haben wir hier? Ja!
Ich dachte, die wären schwerer zu finden. Oh, jetzt habe ich auch die Räume hier gelöst anscheinend. Jo. Und jetzt kommt ein Monster, glaube ich. Nee, nee, kommt nicht. Macht mir keine Angst. Huch! Ja, guck einfach mal auf den Boden, Daniel. Bloß nicht umschauen. Irgendwas passiert hier gerade, ich weiß nur nicht was. Jedenfalls, wir müssen aber hierher zurück wegen diesem Brunnen da oben, ne? Ja, glaube ich schon. Okay. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ausgang, boah, ich höre überall Geräusche. Hauptschiff! Ah. Die dicke Flüssigkeit verteilte sich auf seiner Zunge. Er schluckte übermütig, um keinen Tropfen zu verschwenden. Er sah durch das Fenster auf den weiten Wald um die Morgensonne. Wird das alles je ein Ende haben, fragte er sich. Das frage ich mich auch. Oh Gott, wie... Oh, Kopfkino. Wunderbar. Das sind genau die Art von Gedanken, die ich jetzt brauche. Aha. Okay. Man verdirbt, wenn man mit Phil zusammen ist. Achso. Ah, wie läuft es? Du hast scheinbar alle Kugelstücke des Querschiffs gefunden. Geh zum Altar rum und finde die restlichen Kugelstücke. Ah, danke, Agrippa. Er gibt uns Tipps, Essen. Ja. Ganz lieb, der Junge. Ja. Und sieht zwar ein bisschen scheiße aus, aber, ne? Ja, so heiraten würde ich den jetzt auch. So als BF, ne, so zum Komm her, Digga, und so. Nee. Würde ich den schon gebrauchen können. Ich mach mal hier Licht an. So. Was haben wir denn hier? Hallo? Bäh. Das habe ich gemerkt. So. Ein Raum. Mal wieder. Mal wieder. Aha. Ich versuche mal ein bisschen das Öl zu sparen und mache hier das Licht an. Wir haben ja genug Zunderbüchsen. Genau, aber halt nicht genug Öl. So. Ja. Zunderbüchse, wer sagt's denn? Wo wir gerade davon reden. So, Stuhl, geh mal weg. Ach, schon wieder so eine Box. Hier wird heute nur gelesen. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ganz ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Nicht nett. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Absolut nicht nett. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben, und auch sie werden älter und dahin scheiden. Während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Lesen! Super. Agrippa beeinflusste Weyer? Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Weyer verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengung an und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Er hat er wohl nicht getan. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Boah, wie lange leben die denn da? Weyer behauptet, er versuche... Weyer behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir mit den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Weyer sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamta verabreiche.
Ah ja. Yummy. Die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss sich die innere Drüse eines großen Exemplars finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Das ist doch bestimmt irgend so ein Hinweis. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamtal hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets der wasserbewohnenden Kernk. Kernk? 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 Hört sich an wie eine Krankheit. Ich muss mit Weyer darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Sehr viele Infos, die auch gleich in dem Memento stehen. Davon haben wir sehr viele. Oh, Laudanum! Yay! Ich höre hier schon wieder jemanden heulen. Wollte schon wieder die Tür zur falschen Seite aufmachen. Ah, Dami ist kurz weg. Ein Moment. So, Dami ist wieder da. Es kann weitergehen. In den Altarraum. Yay. Da sollen ja die restlichen Kugelstücke sein. Laden.